Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Wieder mal in der alten Besetzung. Die Trucker Lady ist da. Ja, hallihallo. Und der Tasi ist auch da. Jo, hallo zusammen. Und ich stehe heute mal in der Niederlassung. In der neuen, schönen Garage. Ja, ich stehe auch noch in meiner Niederlassung oder an meiner Niederlassung. Und daran seht ihr dann, liebe Zuschauer, dass wir im Singleplay den Multiplay aufnehmen oder das Together. Ja, ja, richtig. Vier Folgen Multiplay reichen mal wieder für Zeit. Ja, besonders um die Uhrzeit abends. An einem Samstag. Es ist katastrophal. Also heute möchte ich nicht Multiplayer spielen. Nö, also nicht um die Uhrzeit. Also samstags abends, nee. Ich hab letzte Woche hab ja an einem Samstag gespielt, ich tu's nie wieder. Weil da, ja, das sind Schaden von 7%, super. Oh, fängt gut an. Fängt schon gut an, ich fahr raus und schon Schaden. Ich hab einfach zu lange Nase. Ey, wir sind nicht im Multiplayer, du brauchst jetzt schon wieder überall Unfälle bauen. Ja, der Freightliner ist einfach zu lang. Müsstest du eigentlich gewöhnt sein vom Tee, oder? Ja, eigentlich schon. Aber du weißt doch, Frauen haben immer Ausreden. Das ist so, ja. Ja, aber der ist auch sperriger zum Fahren als der Tee. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber macht noch mehr Spaß. Zum Schreien. Ja, wobei ich muss sagen, mir gefällt der Motorensound nicht wirklich. Vom Freightliner? Ja. Ich auf, Dauer zu, nervtötend, finde ich. Ja, den musst du leiser stellen. Den musst du leiser stellen als den Standard-Sound sonst. Mhm. Sonst ist es zu laut. Gerade wenn du natürlich so aufnimmst und redest. Welchen fährst du denn, Lokotus? Ich fahre den T-Longline, wie immer. Ah, du fährst den T-Longline. Ja, und ich fahre den Volvo von OHH. Ich dachte mir, nehme den Freightliner mal schauen, wie ich mich anstelle, weil richtig fahren, seit ich den Skin erstellt habe, bin ich ihn nicht. Ah, doch, ich bin schon mal gefahren, längere Touren. Sag mal, kann das sein, dass der Volvo von OHH auch im KI-Verkehr fährt? Hab ich noch nicht so drauf geachtet. Bei mir ist gerade ein Volvo entgegengekommen, der mit Beleuchtung gefahren ist, also mit Zusatzscheinwerfern. Das haben wir ja, die standardweise nicht. Ja gut, von einem Volvo von OHH gab es ja auch ein Update gestern. Die Version 1.8.2. Vielleicht ist das jetzt da drinnen. Weiß ich nicht. Ich habe mir die Patchnoten nicht durchgelesen. Das muss man dem Modder ja sowieso zugute halten. Also ich kenne kaum einen anderen Truck-Modder, der seinen Truck so pflegt und so verbessert regelmäßig wie er. Der es dann auch noch nachvollziehbar macht. Ja. Also das finde ich schon ganz gut. Deshalb fahre ich den Truck eigentlich auch ganz gerne. Ja, vielleicht als nächsten Truck machen wir mal. Ja. Ja. Ja gut, viele Modder gibt es eigentlich im Prinzip sowieso nicht mehr. Nö, das haben viele aufgehört. Mhm. Gerade Deutschsprachige haben viele den Eurotruck verlassen, weil sie keinen Sinn mehr drin sehen oder das Spiel zu langweilig mittlerweile finden nach 2,5 Jahren. Es kommen auch, das ist ja ein Problem, was ich zurzeit habe, relativ wenig Mods überhaupt für den Eurotruck noch raus, die wirklich gut sind. Mhm. Meistens sind es nur noch Updates von Mods, die man schon drin hat, oder es sind Mods, die eben nicht besonders gut erstellt sind. Mhm. Aber so richtige Knaller oder so Top-Mods sind eigentlich kaum noch vorhanden. Hm. Ja, stimmt schon. Ja gut, deshalb das Spiel ist auch schon recht alt. Also. Ja, 2,5 Jahre. Deshalb hatte ich ja auch auf meinem Kanal so ein kleines Infovideo gehabt, wo ich da auch ein bisschen drüber rede, weil ich habe wirklich langsam echt Probleme, zweimal die Woche ein Video zusammenzukriegen mit irgendeiner Mod-Vorstellung. Um einen guten Mod da drin vorzustellen. Das wird langsam aber sicher immer schwerer. Ja, ist klar, weil du im Prinzip nicht mehr so viele Mods findest. Ja, und ich kann ja nicht jedes Mal, wie jetzt zum Beispiel hier von dem Volvo, ich kann ja nicht jede Woche den Volvo, wenn ein Update gekommen ist, den erneut vorstellen, nur weil es ein kleines Update gab.
Ist auch sehr sinnfrei dann. Ja, Ja. das müsste dann schon ein richtiges Update sein, wo man sagt, okay, jetzt hat er mehr Ja. Funktionen oder was auch immer. Ja, es müsste dann wirklich irgendwas gravierend anderes sein. Mit neues Fahrwerk, meinetwegen mit 5 Achsen oder sowas. Da kann man dann sagen, gut, das kann man noch mal vorstellen. Aber wenn das nur so kleine Fehlerbehebungen sind oder neue Anbaupunkte oder so, das lohnt sich dann einfach nicht. Oder das kann man ab und zu bei großen Versionssprüngen machen. Also wenn er jetzt zum Beispiel von 1.8 auf 1.9 geht, dann kann ich sagen, gut, dann kann man das noch mal mit reinnehmen. Aber sonst. Macht es natürlich wirklich Sinn, ja. Ja, und bei Maps sieht es ja auch nicht viel besser aus. Mehr als kleinere Updates, dass die Maps an die neuen Patches angepasst werden, tut sich ja bei den großen Maps auch eigentlich nicht. Ja gut, die werden aber jetzt auch auf das Add-on warten, Ja, bevor sie irgendwas natürlich. weitermachen. Das Ja, natürlich. die Leute, die zurzeit noch aktiv sind, die warten alle in den Startlöchern für die Norderweiterung, um dann wieder loszulegen, weil viele sagen sich, ja, mit der Norderweiterung kommt ein großer Patch und dann wird sowieso das meiste nicht mehr vernünftig laufen. Warum soll ich meinen Mod jetzt noch erstellen? Stimmt auch wieder, ja. Ja, das ist jetzt, wir hängen alle so ein bisschen in der Luft. Gut, das sowieso von Patch zu Patch verschiedene, ob die Mods überhaupt lauffähig Ja. sind, die auf dem neuen Patch oder nicht. Also, Ja. Ja, und wenn dann so ein großer kommt, wie mit der Norderweiterung, da kannst du davon ausgehen, dass vieles gerade map-technisch überhaupt nicht mehr laufen wird. App wird auf keinen Fall laufen, weil Ja. so hast du die ganzen Verbindungen zur Ja, Norderweiterung nicht. das muss alles umgebaut werden und da kann ich die großen Map-Hersteller oder Modder gut verstehen, die dann sagen, ja, warum sollen wir jetzt noch großartig was an der Map rumschrauben? Wenn wir Pech haben, sind wir gerade fertig und da kommt die Norderweiterung und es ist alles hinfällig. Na, Ja, richtig. aber Thema Norderweiterung von SCS hört man seit Ende Februar auch nichts mehr. Nö, also bei Amazon ist jetzt der 25. März als Termin gestrichen worden, habe ich jetzt heute gesehen. Ah Und da ja. steht jetzt 13. Mai. Das ist typisch Amazon, alle 2 Monate, eine Woche vor Veröffentlichung kommt ein neuer Termin dann. Ja, da kannst du im Prinzip noch lange warten auf die Erweiterung bis vielleicht Weihnachten. Ja, also wie gesagt, wenn da jetzt 13. Mai steht, das heißt nicht, dass er wirklich am 13. Mai rauskommt. Weil bei Rondo Media steht jetzt nicht mehr von März bis Mai wird er veröffentlicht irgendwann. Jetzt steht neuerdings zwischen April und Mai irgendwann. Mal gucken, ob's bleibt. Sicher kann man nur sein, wenn SCS wirklich sagt, ihr, das ist der Termin. Ja, klar. Also Amazon kriegt ja auch nur die Infos von Rondo Media oder von SCS oder keine Ja, Ahnung von wo. oder nehmen von sich aus einen fürs nächste Quartal und Ja. setzen den einfach rein. Bei Amazon hat immer schon bei jedem Produkt einen Termin hingesetzt, auch wenn es nur zum Vorbestellen war. Ob der dann gehalten worden ist oder so, dann kriegst du halt eine Woche vorher eine E-Mail, wenn du es vorbestellt hast, dass das Produkt verschoben wird. Siehe GTA 5. Ja, zum Beispiel. Das Das ist ist schon wieder verschoben worden. ja. Ja, es steht jetzt irgendwann im April als Termin an. Mal gucken, ob es bleibt mit April oder ob es dann auch wieder verschoben wird. Ja, aber im Prinzip machst du mit sowas die Leute auch verrückt, weißt? Ja. Sicher. Am besten wäre es eigentlich, wenn überhaupt keine Termine feststehen würde. Ja, aber dann meckern die Leute natürlich auch oder steigen den Firmen um den Kopf und bombardieren die mit E-Mails im Forum und so mit Fragen, ja, wann kommt's denn, wann kommt's denn, wann kommt's denn? Und so sagen die Anbieter halt, auch hier die Presse oder so, die will ja auch Termine haben, und so sagen die Anbieter halt, komm, wir nehmen den und den Termin, im Notfall verschieben wir es halt. Ich meine, bei SCS kann man ihnen keinen Vorwurf machen, sie nennen keinen Termin, das ist nur Rondo Media. Also SCS hat noch kein einziges Mal jetzt den Termin genannt für die Norderweiterung, weil die jetzt dieses Jahr kommt. Ja, die haben im Allgemeinen noch nie einen Termin Ja, rausgebracht, die Themen. doch,
Sie hatten letztes Jahr einen Termin genannt, 8. Oktober für die Nord-Erweiterung, und haben den ja auch so 3 Wochen vorher dann gestrichen, weil sie gesagt haben, normal wäre für 8. Oktober veröffentlicht worden, aber sie haben sich entschlossen, die Nord-Erweiterung nochmal zu überarbeiten und zu vergrößern. Mhm. Weil sie die Nord-Erweiterung größer machen wollten und halt einen anderen Preis dafür dann auch festlegen. Weil erst sollte die Nord-Erweiterung 9,99 € oder so kosten und jetzt kostet sie eben 18,99 €. Mhm. Ja, es ist halt noch immer die Frage, was jetzt wirklich kommt. Ja. Genau, das wissen werden wir es erst, wenn es heraus ist. Ja, alles andere sind Spekulationen. Wenn SCS einen Termin auf dem Blog nennt. Soll das eigentlich auch als Disc-Version rauskommen? Ich denke mal schon. Also die letzte Erweiterung, die Osterweiterung, kam es ja auch als CD-Version. Ja, dann ich denke mal, die werden die Leute mit der CD-Version nicht außen vor lassen. Ja, dann kannst du aber 4 Wochen allein fürs Pressen rechnen, gell? Ja, also sobald die jetzt die Gold-Version fertig haben, dass die Master-Version fertig ist, dauert es, je nachdem wie umfangreich das ist, 4 bis 6 Wochen, bis es dann im Handel ist. Weil es muss ja dann ans Presswerk geliefert werden, es muss die Hülle bedruckt werden, es muss dann zusammengepackt werden und dann auch noch zu den Einzelhändlern geschickt werden. Und das und da brauchen die meisten Firmen so 4 bis 6 Wochen für. Ob vielleicht wird sich das mit der Zeit auch ändern, dass überhaupt keine CDs mehr kriegst für die Spiele, sondern eigentlich alles online sein wird? Ja, das wird sowieso, das siehst du doch jetzt schon. Auch bei Spielen, die teilweise auch in der Box noch verkauft werden. Du hast doch jetzt oft nur noch den CD-Key drinnen und musst den dann über Steam, über Uplay, über Origin dann aktivieren und dann lädt das Spiel erst runter. Das Thema habe ich letztens gerade mit dem Zuschauer von mir besprochen, hat er gesagt, er hätte kein Steam und er würde das auch nicht zulegen, er hätte nichts am Hut so mit neuem Zeugs. Dann habe ich gesagt, ob das willst du machen, wenn du irgendwann die ganzen Spiele nur noch online kaufen kannst. Dann hat er gesagt, ja, kann gut sein, aber das will er nicht mehr mitkriegen. Ja, dann wird man halt sich entscheiden müssen. Entweder man macht es halt mit und nimmt es hin oder man kann keine neuen Spiele mehr spielen. Ja, man spielt nur noch das, was man hat, und der Rest ist egal. Ja, ist halt eben noch ein bisschen altmodisch, sag ich mal, eingestellt, dass er halt alle Spiele auf CD haben will und sie so installieren muss und wenn er spielen will, dass er die CD reinschmeißen muss, ja. Ja, ist ja auch eine vernünftige Einstellung. Mir ist diese Einstellung eigentlich auch lieber, weil bei diesem Online-Zwang, ich sage einfach mal, das ist ja nichts anderes, dieser Online-Zwang ist immer das Problem, der Hersteller, obwohl du es voll bezahlt hast, kann bestimmen, wenn jetzt irgendeiner von den Herstellern sagt, ja, ich habe kein Interesse mehr dran, ich stelle meinen Betrieb ein und ich stelle auch meinen Online-Service ein, du kannst das Spiel danach nicht mehr benutzen. So wie der amerikanische Hersteller, dessen Namen auf 2 Buchstaben abkürzen kann, der jährlich die Server für die alten Spiele abdreht. Ja, wenn Spiele so 2-3 Jahre alt sind, dann werden einfach die Online für die Multiplayer abgeschaltet. Oder ich sag, es gibt ja auch Firmen, die vielleicht mal pleite gehen. Und was passiert dann, wenn die keinen Käufer finden? Guck dir THQ an, eine ganz große Firma, da hätte auch keiner wirklich mit gerechnet, dass die irgendwann mal zerschlagen wird und aufgelöst wird. Das war bei der Firma jetzt nicht das Problem, die hatte keinen Online-Spieler, also mit Online-Zwang oder sowas. Aber was passiert denn, würden wirklich mal irgendwann in 5 Jahren einer von den Großen pleite geht und keinen Käufer findet, der es übernehmen will? Ja, dann haben viele Spieler ein Problem. Aber ich sage euch eins, sie können sich dann langsam schon einen Parkplatz suchen. Ja, schön, hier ist kein Parkplatz, ich werde dann einfach auf der Straße stehen bleiben müssen.
Ich kann da auf der Seite mich hinstellen, Ja. ist gerade gut. Gut, ich fahre jetzt noch die paar Meter bis zur Tankstelle und bleib dann dort stehen. Ich meine, wir sind ja im Singleplayer, da ist es ja nicht schlimm, wenn man mitten auf der Straße oder so steht. Ja, das ist so, ja. Normalfall nicht, Mann. Ja, Im Multiplayer also. würdest du höchstens reinknallen. Ja. Also ich stehe schon mal. Ich Ja, noch ich stehe nicht. auch. Fahr mit deinem Sprinter. Na, komischerweise fahren drei, jetzt sind jetzt zwei Autos auf die Tankstelle gefahren. Also ein LKW und ein Auto. Super. Ja, die haben sich gedacht, der fährt jetzt nicht mal einfach so da rein. So, Ja, ich ich war stehe. jetzt gerade mit Freitliner auf der Landstraße, macht Fun. Ja, ich stehe auch. Gut, dann Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, Jo, ade. tschüss.